Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 36, Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Änderungen der EEG-Novelle nicht ausreichend, Planwirtschaft im Strommarkt beenden, Drucksache 19/3484, wird aufgerufen mit Top 73, dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend erneuerbare Energien weiter ausbauen und Einbeziehung Hessens in ein Netzausbaugebiet verhindern, Drucksache 19/3512, aufgerufen zusammen mit Tagesordnungspunkt 78, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Landesregierung in grundlegenden energiepolitischen Themen uneinig, Drucksache 19/3520. Das ist der Sechspunkt der FDP. Herr Abg. Rock, Sie haben die Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. Vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute die Chance, uns mal wieder mit der Energiepolitik auseinanderzusetzen, mit der neuesten EEG-Novelle und auch einige Themen, die das ebenfalls streifen. Und hier ist natürlich besonderes Augenmerk auf die Energiepolitik zu richten, insgesamt in Deutschland, aber auch speziell in Hessen. Wo stehen wir denn eigentlich mit der Energiewende? Wenn wir einmal den Blick darauf lenken wollen, dann können wir feststellen, dass wir mittlerweile, und das ist, glaube ich, nicht wenig, 28 Atomkraftwerke Kapazitäten im Windbereich aufgebaut haben und weit über 30 Atomkraftwerke Kapazitäten im Sonnenbereich aufgebaut haben in der Photovoltaik. Das sind also gewaltige Erzeugungskapazitäten in Deutschland entstanden in den letzten 15 Jahren. Das können wir feststellen, aber was können wir auch feststellen? Dass vieles von dem, was versprochen worden ist, eben nicht erreicht worden ist. Wir haben keine signifikante Auswirkung von Systemen wie Smart Grid, oder wir haben auch keinen vernünftigen Speicher, den man jetzt schon in entsprechendem Ausmaß einsetzen könnte. Die Versprechungen und Erwartungen in die Elektromobilität haben sich bei weitem nicht erfüllt. Da sind wir weit von dem entfernt, was wir uns vorgestellt haben. Der Netzausbau ist in keiner Weise so fortgeschritten, wie das mal geplant war und wie das wahrscheinlich auch notwendig wäre. Und das Fanal zu dem nicht erfolgten Netzausbau ist sicherlich die Debatte um Südlink, die sich um Jahre verschoben hat, dessen in dem Bereich die Kosten explodieren und wo wir einfach feststellen können, dass, wenn das weiter so betrieben wird, diese Leitung sicherlich nie entstehen wird. Von daher sind viele Dinge, die wir erwartet haben, im Bereich der Energiewende nicht umgesetzt und auch viele Versprechen, die in dem Bereich gegeben worden sind, auch von der Industrie nicht umgesetzt worden. Wenn wir uns jetzt einmal ganz speziell das EEG anschauen, ist es auch besonders, mal festzustellen, was ist denn im Hinblick auch auf das EEG mal versprochen worden. Ich gehe einmal an den Anfang des Gesetzes zurück. Da hat ein Grüner versprochen, also es war damals Herr Trittin, Bundesumweltminister, hat versprochen, dass die Energiewende das EEG mal nur ein Eisbällchen kosten würde. Das wird für 24 Milliarden € schon ein ziemlich großes Eisbällchen werden. Also dieses Versprechen ist sicherlich nicht eingetreten. Und ich glaube, er wird sich auch ungern an dieses Versprechen erinnern. Aber es gab noch eine Menge weitere Versprechen. Es gab nämlich nicht nur Versprecher, sondern Versprechen, das von Angela Merkel, die einmal gesagt hat, bei 3,5 Cent wird der Höhepunkt der EEG-Vergütung liegen. Auch 3,5 Cent ist längst Geschichte. Wir bewegen uns tapfer auf die 7 Cent zu. Wir sind jetzt schon bei 6,35 €. Also wahrscheinlich werden wir in dieser Legislaturperiode sicherlich noch die 7 Cent sehen. Von daher auch dort müssen wir feststellen, Frau Merkel hat sich völlig vertan mit ihrem Versprechen und mit ihren Zusagen. Wir sind weit von dem entfernt, was uns damals versprochen worden ist. Und dann gibt es noch einen Dritter, der etwas versprochen hat. Der darf natürlich auch nicht fehlen, wenn Dinge versprochen werden. Das ist der Herr Gabriel. Der hat versprochen, dass er jetzt künftig den Anstieg der EEG-Umlage reduzieren wird. Er hat es fertiggebracht, durch einen Buchungstrick mal ein Jahr lang das Steigen der EEG-Umlage zu dämpfen. Und natürlich ist es, das ist einfach systemimmanent, bei weiterem Zubau von Windkraftanlagen gar nicht anders möglich, die EEG-Umlage wieder gestiegen. Jetzt haben wir sozusagen eine Menge von Voraussetzungen, die nicht erfüllt worden sind, Speicher, Netze. Wir haben Versprechen, die nicht erfüllt worden sind. Und
Aber dennoch ist es so, dass die ewigen Menschen, die Gläubigen der Energiewende, lassen sich von solchen Fakten aber in keiner Weise beeinflussen. Also, es kann passieren, was will, die Versprechen können gebrochen werden. Dennoch spielt das überhaupt keine Rolle in der Wahrnehmung derer, die diese Energiewende vertreten. Fakten spielen keine Rolle. Es ist frei nach dem Motto, die Erde ist eine Scheibe und die Energiewende ist erfolgreich. Nein, das ist nicht der Fall. Die Energiewende ist nicht erfolgreich. Die Erde ist eine Kugel. Das, denke ich, wissen die meisten hier in dem Raum. Und dass die Energiewende nicht erfolgreich ist, das kann jeder, der die Augen aufmacht, in diesem Land auch beobachten. Und das ist ja auch ein Ziel unseres Antrags an dieser Stelle, ganz besonders die Kollegen der Union ansprechen. Da sitzt ja der eine oder andere, der auch mal im Wirtschaftsausschuss sitzt, oder saß, hätte ich fast gesagt. Das ist mehr so Ihre politische Aufnahme und Ihre Äußerung zu vielen wirtschaftspolitischen Themen. Darum habe ich das so in der Vergangenheit. Aber Sie sitzen ja noch in den Wirtschaftsausschüssen, und Sie behaupten ja auch noch, Sie haben Wirtschaftskompetenz. Und Sie waren ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass Sie vielleicht die Grünen ein Stück weit in den Griff bekommen. Aber wir haben ja schon damals gedacht, als Sie einen Wirtschaftsminister der Grünen hier zugelassen haben in Hessen, das könnte Ihr größter Fehler sein. Und genauso ist es aus unserer Sicht natürlich auch gekommen. Und ich möchte das an zwei Beispielen deutlich erläutern. Es ist das erste Beispiel, das mich eigentlich fassungslos macht. Es ist das Beispiel, wie man die wirtschaftliche Zukunft von deutschen Unternehmen verspielen kann. Das hat so einen lapidaren Namen, eigentlich so einen unschuldigen Namen, das heißt Effizienzanforderungen in Form von absoluten Stromverbrauchssenkungen. Das ist im Bundesrat beschlossen worden. Und was bedeutet das? Jetzt hören Sie mal gut zu, liebe Kollegen von der Union, was dort in Ihrem Namen, was Hessen zugestimmt hat. Energieintensive Unternehmen, die privilegiert sind, weil sie im internationalen Wettbewerb stehen, was auch Herr Trittin eingesehen hat, also was jetzt nicht eine neue Erfindung von Schwarz-Gelb war. Diese Unternehmen dürfen, wenn sie ihre Produktion ausweiten, also mehr Produkte herstellen, aber absolut nicht mehr Strom verbrauchen, sonst verlieren sie ihre Privilegierung. Das haben Sie beschlossen. Das ist ein Wachstumsdeckel und eine Wachstumsbremse für Unternehmen in Deutschland. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass so etwas eine Regierung mitträgt. Es bedeutet auch, selbst wenn das Unternehmen pro Produkt, das sie herstellt, sogar ihre Energiekosten senkt, schützt sie das nicht davor, dass sie ihre Privilegierung verliert, sondern sie dürfen absolut nicht mehr Strom verbrauchen. Und das ist in der Regel ja gar nicht möglich, wenn man in der Menge versucht zu wachsen. Solchen Gesetzen stimmen sie zu. Und da muss man einfach sagen, es ist unglaublich, was sich die Union mittlerweile von dem, ich sage jetzt mal, Anti-Wirtschaftsminister des Landes Hessens und seiner Ideologie diktieren lässt. Und da kann ich Sie nur auffordern, beenden Sie diese Politik. Und da kann ich, der Ministerpräsident ist leider nicht mehr da, aber da kann ich nur den Ministerpräsident bitten, ihm dort in den Arm zu fallen, weil ich weiß ja aus der Wirtschaft, ich weiß ja von den Vertretern aus der Wirtschaft, dass der Ministerpräsident dort erklärt hat, er wird das verhindern. Er hat dort der Wirtschaft versprochen, dass er es verhindern wird. Aber hier, die grüne Seilschaft hat sich im Bundesrat durchgesetzt und hat solche Gesetze durchgedrückt, die wirtschaftliche Existenz internationaler Unternehmen in Deutschland gefährdet und das Wachstum in Deutschland gefährdet. Und es ist ja Ihre Ideologie. Sie wollen ja die Nullwachstum-Ideologie. Sie meinen ja, dass Wachstum etwas Schlechtes ist. Jeder, der mit Ihnen koaliert, muss wissen, mit wem er koaliert. Und wenn er ihn an die wichtigen Schalthebel in einer Regierung lässt, ist es eben auch die Politik, die er dann bekommt. Aber das ist halt das Thema. Die Geister, die ich rief, die kriege ich halt vielleicht dann nicht mehr in den Griff. Aber lassen Sie mich noch einmal auf eine zweite Wolte unseres Wirtschaftsministers, Anti-Wirtschaftsministers, kommen. Er fordert jetzt, obwohl ganz klar ist, die Fakten, ich habe das ja am Anfang gesagt, die Fakten liegen auf der Hand. 6.100 km Stromnetz müssten in Deutschland gebaut werden. 350 km Stromnetz sind genehmigt und gut 60 km, also 1% der erforderlichen Menge an Stromnetz, ist gebaut. 1% ist gebaut von 6.100 km, die man braucht, um die Energiewende, wie sie mal geplant worden ist, umzusetzen. Das sind doch Fakten, denen Sie sich nicht verweigern können. Und das Resultat, wenn wir Stromnetze nicht haben und Speicher nicht haben, Sie bauen weiter Windräder zu, bedeutet das, dass da unwahrscheinliche Kosten auf die Menschen zukommen. Wir haben vor 2 Jahren noch, um das Netz zu stabilisieren, 300 Millionen € bezahlen müssen. Also ein nicht unerheblicher Teil sind dann eben Windkraftbetreiber. Da wird das Windrad abgeschaltet, der kriegt trotzdem Geld.
Jetzt sind wir ein Jahr später bei 1 Milliarde € Kosten. 1 Milliarde € für Windstrom, den wir nicht verbrauchen können. 1 Milliarde €. Und jetzt gibt es die ersten Prognosen. Selbst wenn die Maßnahmen von Gabriel greifen, sind wir in 4 Jahren bei 5 Milliarden €. Das ist eine Anti-Wirtschaftspolitik. Und darum, und das haben Sie ja in Ihrem Antrag noch einmal deutlich gemacht, die Hessische Landesregierung setzt sich jetzt dafür ein, dass das bisschen, was Sigmar Gabriel zur Regulierung einbringt, das kleine bisschen, dass das auch noch zurückgenommen wird, sondern Sie sagen, Sie wollen weiter die Abschaltprämien, Sie wollen die 4 oder 5 Milliarden € für die Windkraftbetreiber sicherstellen. Sie sind der oberste Windkraftlobbyist, und Sie sind der Anti-Wirtschaftsminister dieses Landes. Und aus meiner Sicht ist es endlich Zeit, dass der Ministerpräsident das hier beendet. Sie schaden den Arbeitsplätzen in Deutschland, vor allem den Arbeitsplätzen in Hessen. Und außerdem, Herr Al-Wazir, kann ich nur sagen, Sie ignorieren die Fakten, die wirtschaftlichen Fakten in diesem Land. Und damit gefährden Sie nicht nur die Ökonomie, die Ökologie, sondern Sie gefährden den Wohlstand in unserem Land und außerdem den sozialen Frieden in diesem Land. Beenden Sie diese Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich biete Ihnen an, gerade den Männern die Jackets auszuziehen. Ich sehe, dass ganz viele fächeln, und wir haben eine Klimaanlage, und leider reicht es ja anscheinend immer noch nicht. Bevor also gesundheitliche Beeinträchtigungen eintreten könnten, dürfen Sie gerne die Jackets ausziehen. So. Als nächstes rufe ich Frau Kollegin Dorn von Bündnis 90 Die Grünen auf. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die FDP will mal wieder die Energiewende in Verruf bringen. Dabei ist die Energiewende der Garant, lieber Kollege Rock, für saubere und sichere Energieversorgung, für die Unabhängigkeit von anderen Ländern und weltweiten Krisen, mittel- und langfristig für günstige Energiepreise, für eine breit verteilte regionale Wertschöpfung und ist ein andauernder Jobmotor. Und vor allem, lieber Kollege Rock, ist die Energiewende die einzige Möglichkeit, die allereinzige Möglichkeit, um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Danke. Und klar, es ist eine große Herausforderung, aber eben auch eine riesige Chance. Und ich möchte mich gar nicht so viel mit der Fraktion der FDP aufhalten, weil deren Position ist ja hinreichend hier bekannt. Wichtiger ist, was auf Bundesebene gerade passiert. Und ich würde mir wünschen, dass auf Bundesebene diese positive Grundeinstellung wieder einmal wehen würde. Leider ist es so, dass der Energieminister Gabriel gerade im Moment kaum noch über Chancen der Energiewende redet. Er redet vor allem über Kosten. Und er versteigt sich dabei sogar zur Panikmache. Im Bundestag hat er gewarnt vor dem großen Risiko der Deindustrialisierung. Das kenne ich, das ruft der Herr Rentsch an, da hat er recht. Das kenne ich nämlich eigentlich vor allem von den Kollegen der FDP-Fraktion. Ich finde es sehr schade, dass der Bundesenergieminister sich zu dieser Wortwahl hinreißen lässt. Und eines ist klar, und das ist selbstverständlich. Selbstverständlich spielt die Kosteneffizienz bei der Frage der Energiewende eine wichtige Rolle, eine sehr wichtige. Das ist für uns als Koalition hier in Hessen selbstverständlich, gerade bei der Umsetzung, die wir hier selber machen. Und ich kann es auch rein ökologisch erklären. Da braucht man noch nicht einmal ökonomische Erklärung für. Denn eines ist klar. Wir wollen weltweit den Klimawandel erreichen. Wenn wir alleine die Energiewende in Deutschland machen würden, wäre das nicht genug. Weltweit müssen uns alle Länder folgen. Und die werden uns nur dann, die ganzen Länder werden uns nur dann folgen. Nicht nur, wenn wir beweisen können, dass wir es schaffen, sondern vor allem, wenn wir beweisen können, dass es ökonomisch ein Erfolg ist. Deswegen ist unser ureigenes Interesse, dass wir die Kostenbalance im Griff halten. Und lieber Kollege Rock, wenn Sie sich immer so um die energieintensive Industrie sorgen, vielleicht versuchen Sie mal, ich sorge mich auch um die Industrie, selbstverständlich, aber um die energieintensive Industrie müssen Sie sich bei den Strompreisen wirklich nicht die Sorgen machen. Die sind nämlich ausgenommen. Die haben nämlich die Möglichkeit, an der Börse den Strom zu beziehen. Und an der Börse, Herr Kollege Rock, sinkt der Strompreis. Sie sollten sich lieber um die Unternehmen Gedanken machen, die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die nämlich genau diese Ausnahmen auch tragen und dazu Modellen kommen, dass das da
ein schleichender Übergang ist und nicht ein abrupter Übergang. Das wäre die wahre Sorge, die man haben müsste, aber nicht immer wieder die gleiche Leier. Die energieintensive Industrie, die sind richtigerweise und zu Recht ausgenommen. Aber immer wieder zu sagen, die hätten so wenig, ist einfach falsch, und es ist auf dem Rücken der anderen ausgetragen. Wir haben uns von Beginn an genau überlegt, wie kann man die erneuerbaren Energien richtig auf den Markt bringen, auch mit dem Thema Balance der Kosten. Und die Wahrheit ist doch, Herr Kollege Rock, Sie reden immer von Wettbewerb. Einen echten Wettbewerb gibt es auf dem Strommarkt gar nicht. Den kann es auch gar nicht geben, weil Kohle und Atom waren lange subventioniert, und bis heute dauert es an. Und auf der Stromrechnung erscheinen eben diese Kosten nicht. Aber sie werden trotzdem von den Steuerzahlerinnen und Steuern bezahlt. Und erst im letzten Jahr wurde ein weiterer Fehlanreiz von der Bundesregierung gemacht, nämlich dass Kohlekraft als Reserve vorgehalten wird. Der Steuerzahler zahlt dafür mehr als 1 Milliarde. Deswegen, wenn wir mal ehrlich über Kosten reden, ja, sehr gerne, Herr Kollege Rock. Wenn wir mal ehrlicherweise die Kosten auf der Stromrechnung mal transparent darstellen würden, würde nämlich nicht nur eine EEG-Umlage da stehen, so wie wir es transparent gemacht haben mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, dann bräuchte man auch eine konventionelle Energienumlage. Die ist nämlich weit höher, Herr Kollege Rock. Es ist richtig, wir sind jetzt bei den erneuerbaren Energien in der Phase, da sind sie angekommen auf dem Markt. Das ist aus unserer Sicht auch gut so. Und dazu haben wir uns im Koalitionsvertrag auch ganz klar bekannt. Wir brauchen grundlegende Anpassungen am Erneuerbaren Energiengesetz, selbstverständlich. Nur das, was die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, das ist ein Problem, das gefährdet nämlich die Energiewende gerade in Hessen und die Akteursvielfalt in Hessen. Das ist nicht der richtige Wurf, der von der Bundesregierung hier gekommen ist. Ich möchte ganz herzlich Ministerpräsident Bouffier danken. Der hat sehr gekämpft auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Der hat sich sehr für die hessische Energiewende stark gemacht. Ihr Antrag, liebe Kollegen der FDP, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Grüne und die CDU in dem Bereich Energiepolitik in Nuancen andere Sichtweisen haben. Aber eines ist klar, wo wir ohne überhaupt diskutieren zu müssen zusammenstehen, ist dann, wenn die hessischen Interessen verloren gehen, wenn auf anderer Ebene etwas getan wird, dass unsere heimische Wirtschaft, dass die Nachteile hat. Da haben wir keinen Diskussionspunkt, und da hat der Ministerpräsident sehr gut für uns gekämpft. Dafür danke ich ihm auch. Jetzt ist es aber leider so, der hessische Einfluss ist begrenzt, der Einfluss der Länder ist leider begrenzt. Das ist so, dass das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist. Und wie viele Bundesratsbeschlüsse gab es, die Hessen hier vorangebracht hat, mitgetragen hat? Wie viele Expertenwarnungen gab es? Die Bundesregierung hat leider alle ignoriert. Und ich möchte mal jetzt die wesentlichen Kritikpunkte nennen aus unserer Sicht. Das eine ist, ein EEG müsste sich an den Klimaschutzzielen und einem Gesamtkonzept orientieren. So. Und das ist eigentlich ein einfaches Prinzip. Man müsste die Förderung der erneuerbaren Energien so ausgestalten, dass man diese Ziele auch erreicht. Und Ziele gibt es genug. Es gibt die Klimaziele nach Paris, verbindliche Klimaziele. Es gibt neu gesteckte Ziele der Bundesregierung für Elektromobilität. Es gibt ein Klimaschutzkonzept. Doch leider wurde die Ausbauobergrenze viel zu gering angesetzt. So können wir die Ziele nicht erreichen. Und es ist unsinnig, dass man gerade einen Deckel einzieht bei den günstigen Energieformen der erneuerbaren Energien. Der Deckel beim Ausbau von Windkraft an Land, der gerade eingeführte Deckel von Photovoltaik, das sind die kostengünstigsten Energieformen. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien, denn wir denken an ein Gesamtkonzept. Der Bereich Strom ist doch nicht mehr isoliert zu betrachten. Wir reden davon, dass Strom, Wärme, Verkehr ineinander fließen. Wir brauchen mehr erneuerbare Energien, damit wir diese Marktdurchdringung erreichen. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept der Energiewende. So gelingt es nicht. Und es gibt noch einen anderen Punkt, wo wir uns mit der CDU sehr eingesetzt haben. Das ist die Abschaffung der De Minimis-Regelung. Es ist ja so, prinzipiell wurde die Förderung im EEG verändert. Es gab vorher die feste Vergütung, die langsam abgeschmolzen ist, und jetzt gibt es das Prinzip der Ausschreibung. Und auch wenn die Branche da immer wieder auch Probleme hat und darüber klagt, dann stehen wir prinzipiell dazu, dass jetzt die Phase der Ausschreibung erreicht ist. Aber was wir nicht wollen, und da sind wir uns sehr einig, ist, dass die Bürgerenergien, die vielen kleinen Akteure, die Energiegenossenschaften, die Stadtwerke, dass die unter die Räder kommen. Das ist wirklich, das ist für uns die regionale Wertschöpfung. Das sind die Akzeptanzträger dieser Energiewende. Und diese Projekte sollten ausgenommen werden von der Ausschreibung. Und das haben wir 2014 erreicht. 2014 gab es einen Kompromiss zwischen Bundesländern und Bund. Da hat sich auch Hessen besonders für eingesetzt. Und wir hatten diese De Minimis-Regelung.
Und die Bundesregierung kündigt diesen Konsens jetzt auf. Das ist ein Riesenfehler, denn sie bricht damit das Rückgrat der Energiewende auch in Hessen. Der Ministerpräsident hat sich eingesetzt für unsere Energiewende, auch für diesen Punkt, Herr Kollege. Und Sie wissen selber, dass in der Ministerpräsidentenkonferenz Einstimmigkeit besteht. Es gilt darum, dass man sich hier eingesetzt hat, dass wir eine Menge Anträge im Bundesrat gemacht haben. Die Bundesregierung hat alle ignoriert und das leider nicht mehr möglich war, weil die Bundesregierung an dem Punkt nicht mehr weiter verhandeln wollte. Sie wissen selbst, dass bei einer Ministerpräsidentenkonferenz kein Mehrheitsprinzip gilt, sondern ein Einstimmigkeitsprinzip. So steht es da, Herr Kollege Gümbel. Und ich verstehe, dass es Ihnen Probleme bereitet, wenn Sigmar Gabriel als Ihr Bundesvorsitzender dieses EEG vorgelegt hat, aber dann auch immer auf andere zeigen, ist vielleicht ein bisschen kleinkariert. Es gibt eine doppelte Benachteiligung im Erneuerbaren Energiengesetz für Hessen. Das eine ist das Referenzertragsmodell. Eigentlich müsste es klar sein, eigentlich müsste die Bundesregierung ein Interesse daran haben, dass Wind relativ gleichmäßig verteilt wird. Wir werden immer Nord-Süd-Shift haben, aber relativ gleichmäßig. Das heißt nämlich mehr Netzstabilität, geringerer Netzausbaubedarf. Das ist auch ein Thema, worüber wir hier lange geredet haben. Aber unsere Windkraftstandorte werden abgewertet. Und wenn es einem wirklich um Wettbewerb geht, um Fairness geht, um echten Wettbewerb, Herr Kollege Rock, dann müsste man wirklich auch echte gleiche Chancen haben, müsste man Fairness haben, dann müsste beim Ausschreibungsverfahren auch die gleichen Chancen haben. Das ist leider nicht gegeben. Herr Kollege Rock, ich habe Ihnen gerade schon einmal erklärt, leider ist das Problem, dass auf dem Energiemarkt kein echter Wettbewerb besteht. Dafür haben wir uns als GRÜNE sehr früh eingesetzt. Aber ein echter Wettbewerb auf dem Energiemarkt ist von vornherein nicht gegeben gewesen. Wenn Sie mir einmal erklären würden, wie Sie echten Wettbewerb auf dem Strommarkt erreichen würden, da wäre ich sehr gespannt. Ihr Quotenmodell, das Sie uns vorgestellt haben, da hat Ihre Bundestagsfraktion damals ja keinen Hehl daraus gemacht, dass es einzig und allein dazu dient, die erneuerbaren Energien abzuwürgen. Da habe ich spannende Papiere gelesen. Insofern, wenn Sie hier ehrlich mit uns reden wollen, was die perfekte Förderung für erneuerbare Energien ist, dann sagen Sie es doch einfach ehrlich. Sie sind für Kohlekraft, Sie sind gegen erneuerbare Energien. Damit sind Sie aus der Diskussion schon draußen, Herr Kollege Rock. Ich komme zum Schluss. Die größte Dreistigkeit ist eigentlich die Frage Netzengpassgebiet. Wir werden plötzlich zum Netzausbaugebiet erklärt. Wir haben hier kaum Abregelungen. Es wird jetzt plötzlich gesagt, dass es darum geht, dass unsere Netze, die Transportnetze überlastet sind. Wir können unseren dezentralen Strom, den wir hier erzeugen, auch verbrauchen. Wir dürfen nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, weil im Norden zu Recht es Probleme gibt. Da gab es nicht genug Synchronität zwischen Netzausbau und Energieerzeugung. Aber wir hier können unseren dezentralen Strom auch entsprechend vor Ort verbrauchen. Und deswegen ist es ungerecht, dass wir in dieses Netzausbaugebiet kommen sollen. Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. Für die CDU-Fraktion erteile ich das ist zu spät. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Stephan das Wort. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Dieses Gesetz, dieses EEG, wird alle zwei Jahre novelliert. Als es vor zwei Jahren zur Novellierung anstand, haben wir bis zum Juni schon dreimal hier im Plenum debattiert gehabt. Dieses Mal ist es erst das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Und das zeigt auch, vielleicht ist die eine Emotion doch schon raus. Halten wir fest, die Erarbeitung, die Überarbeitung des EEG erfolgt in der Verantwortung des von der SPD geführten Energieministeriums in Berlin. Doch natürlich haben auch die CDU über die Koalition, die Grünen über die Länder, die Linken über die Länder und sogar die FDP mit einem Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz Einfluss auf die Gestaltung dieser Regelungen. Und damit sind wir plötzlich alle beteiligt. Und man kann das nicht mehr hin und her schieben, wer schuld und wer nicht schuld ist. Kolleginnen und Kollegen, was wir zum Thema EEG wollen als Koalition in Hessen, das finden Sie in unserem Koalitionsvertrag, den ich wie immer zur Lektüre empfehle. Wir setzen uns für eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes über die erneuerbaren Energien mit dem Ziel ein, die Förderung erneuerbarer Energien marktwirtschaftlich auszugestalten und die Stromversorgung bezahlbar, verlässlich und in einem abgestimmten System sicherzustellen. Hierbei streben wir nach Lösungen, mit denen wir die Ziele des Hessischen Energiegipfels erreichen werden. Ja, und den Energiegipfel, den hat auch die FDP in Hessen unterschrieben, neben der CDU, der SPD und den GRÜNEN. Das war 2011, und wir waren uns damals einig.
Wir als Koalition sagen, wir haben ein kurzfristiges Ziel, das Ziel der Legislaturperiode, dass wir die regenerativen Energien in Hessen so ausbauen, dass wir 25% des Stromes, rund die Verdoppelung, dass wir rund 25% des Stromes hier in Hessen regenerativ erzeugen. Kolleginnen und Kollegen, diese Novellierung des EEG hat natürlich auch Ausflüsse auf Hessen. Ich glaube, auch die beiden Vorredner haben das dargestellt. Und wie immer sind wahrscheinlich wir alle von den unterschiedlichsten Gruppen auch informiert worden und haben Informationen bekommen und sind gebeten worden, uns in einer bestimmten Richtung dabei zu äußern. Und die FDP als die Lobbygruppe gegen die Energiewende, die hat heute auch noch einmal einen Antrag eingebracht. Wir als CDU und Grüne haben uns entsprechend mit einem Antrag auch dargestellt und unsere Position dargelegt. Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich in dem FDP-Antrag den Punkt 5 anschauen, da stellt die FDP fest, dass der Netzausbau nicht in dem notwendigen Maße vorankommt. Welch Krokodilstränen vergießt die FDP denn hier? Wo immer gegen den Netzausbau demonstriert wurde, war die FDP vorne mit dabei. Ich erinnere mich an eine lautstarke Demo in Fulda Anfang März 2015. Und mittendrin stand das Werbezelt der FDP. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was wollen Sie denn eigentlich? Netzausbau oder wollen Sie ihn nicht? Sie kämpfen gegen den Netzausbau und beklagen, dass er nicht vorangeht. Das ist doch keine Linie, die Sie dort momentan fahren. Ich sage Ihnen, bleiben Sie bei dem, was Sie unterschrieben haben im Energiegipfel. Und da gehört der Netzausbau dazu. Unterstützen Sie das. Das wäre insbesondere wichtig, und da möchte ich auch noch einmal daran erinnern, weil es in Hessen aus der damaligen Koalition von FDP und CDU der stellvertretende Landesvorsitzende der FDP war, der als allererstes gefordert hat, keine Kernreaktoren mehr. Erinnern Sie sich daran, Kolleginnen und Kollegen. Kurzer Blick in das EEG, in die Veränderungen. Punkt 1, die Förderung der Produktion regenerativer Energien wird weiter auf Ausschreibungen umgestellt. Jetzt ist der Wind an Land dran, später soll der Wind auf See auch dort einbezogen werden. Nun erinnern wir uns, wir haben sehr oft und sehr lange hier damals diskutiert, als die Entgeltsätze für die Photovoltaik uns zu hoch erschienen, zumindest uns von der CDU und auch von der FDP. Die sind gesenkt worden. Wir sind dort bei der Ausschreibung. Die erste Ausschreibung im April 2015 brachte ein Durchschnittsergebnis von 9,17 Cent pro Kilowattstunde Förderung. Ein Jahr später, 2015, gab es dann ein Ergebnis von 7,97 Cent, also 13% weniger innerhalb eines Jahres, die über die Umlage, über die EEG-Umlage bezahlt werden muss. Und das wird sich so fortsetzen. Und das wird auch bei der Windenergie so sein. Und da wird deswegen auch die Windenergie nicht aussterben. Sie wird möglicherweise da und dort reduziert weitergeführt werden. Und das ist etwas, was wir in Hessen bedauern, weil wir dann das Ziel, was wir haben, nämlich die regenerativen Energien in Hessen zu verdoppeln, da müssen wir uns noch einmal an der einen oder anderen Stelle anstrengen. Zweitens, die bessere Verzahnung von Anlagenausbau und Netzausbau. Ja, ich habe darauf hingewiesen, dass die FDP den Netzausbau bekämpft. Ja, es werden in Deutschland Anlagen abgeschalten, weil die Netze überlastet sind. Aber das passiert dort, wo wir die großen und die vielen Windenergieanlagen haben, und nicht dort in Hessen. Da gibt es kleinere Abschaltungen. Wir in Hessen produzieren so wenig regenerativen Strom am gesamten Stromverbrauch, dass wir eigentlich in der Lage sind, das, was produziert ist, auch wenn der Wind mal richtig weht, tatsächlich auch unterbringen zu können. Deswegen ist es falsch, dass bei uns in Hessen dort Einschränkungen gemacht werden. Die müssen dort gemacht werden, wo der Strom im Überfluss produziert wird. Und ob es nun wirklich marktwirtschaftlich ist, Kollegen und Kolleginnen von der FDP, dass man sagt, für die Leitungen sind andere zuständig als die Produzenten. Naja, ich hoffe, der Herr Gabriel sieht es im Endeffekt auch so und alle sehen das so, dass Hessen nicht ein Netzausbaugebiet wird oder Netzengpassgebiet, wie immer Sie das im Endeffekt bezeichnen wollen. Ich rege aber auch an, da mal darüber nachzudenken, wie weit wir die Speicherung der verfügbaren Energie nicht auch überprüfen müssen im Hinblick auf die monetären Belastungen, die es dort gibt. Denn das könnte uns auch weiterhelfen, dass überschüssige Strommengen schneller verwendet werden könnten. Drittens, Aktionsvielfalt. Frau Dorn hat darauf hingewiesen, kleinere Anlagen sollen von der Ausschreibung ausgenommen werden. Dort gibt es Möglichkeiten, bestimmte Vorleistungen erst zu erbringen, wenn man den Zuschlag hat. Aber,
und da stimme ich ihr auch zu, der Frau Dorn, das Thema de minimis hätten wir gerne gehabt. Sogar die SPD hat es damals beim letzten Energiegipfel als eine ihrer 7 Forderungen vermittelt hier in Hessen. Nur leider hat der Minister in Berlin, der Energieminister Gabriel, da offenbar der SPD in Hessen die kalte Schulter gezeigt. Es gibt weitere Korrekturen. Es gibt weitere Korrekturen, Ausbaudeckel, das Volumen der Anlagen, Offshore-Windenergie, es gibt eine ganze Menge. Und es gibt, Kolleginnen und Kollegen, auch das Thema Ausgleichsregelungen. Und ich will Ihnen etwas zitieren, was am Mittag in der Presseerklärung der VHU gekommen ist. Erster Satz beginnt: VHU lobt Kompromiss von Union und SPD im Bund zur EEG-Entlastung von Industriebetrieben. Das, Herr Rock, sollten Sie auch gelesen haben, denn Sie haben nur zitiert, was weiter hinten stand. Aber das, was an allererster Stelle als Überschrift stand, das ist auch ein Punkt, wo wir sagen können, na ja, da ist immerhin etwas, was auch der VHU gefällt, Kolleginnen und Kollegen. Das EEG-System ist ein Verfahren. Es soll uns helfen, die regenerativen Energien in den Strommarkt hineinzubringen. Wir sind auf einem guten Weg. Beim Bund haben wir inzwischen 33% des Stroms regenerativ erzeugt. In Hessen streben wir 25% an. Und jetzt wird es langsam Zeit, auch da die Marktwirtschaft stärker zur Geltung zu bringen, so wie wir es ja auch in unserer Koalition haben. Aber längerfristig gilt es auch dort, die Technologieoffenheit bei der regenerativen Energie etwas in den Vordergrund zu schieben und vor allem die sektorübergreifende Betrachtung des Energiemarktes. Hier Strom, hier Wärme, hier Mobilität. Wir müssen dort auch leichter lernen, diese Sektoren übereinander zu legen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Es führt, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht kein Weg daran vorbei, dass wir für unsere Gesellschaft eine nachhaltigere Energieversorgung brauchen. Das EEG leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. Es muss, so wie jetzt, regelmäßig angepasst werden. Und das EEG kann nicht, wie die FDP in ihrem Antrag fordert, heute abgeschafft werden. Und zur Förderung habe ich Ihnen eben gesagt, wir sind noch nicht dort, dass wir heute in der Lage sind, zu sagen, wir können ohne das EEG die regenerativen Energien so gerade auch in Hessen einführen, wie wir es beschlossen haben. Wir haben aber früher auch Förderungen gehabt, ob das nun Kohle war oder was auch immer. Das Thema Planwirtschaft ist angesprochen im FDP-Antrag. Ja, ist Planwirtschaft ein Unternehmen, das in der öffentlichen Hand ist? Wir haben immer mehr Energieversorgungsunternehmen, die in der öffentlichen Hand sind. Ich weiß nicht, ob Sie das als Planwirtschaft bezeichnen. Marktwirtschaft wäre es in Ihrem Sinne wahrscheinlich nicht. Wir müssen aber auf jeden Fall insgesamt der Energieversorgung besondere Aufmerksamkeit widmen. Denn Energieversorgung ist für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze bedeutsam, aber auch für die Privatleute. Es bleibt abschließend zu sagen, wir streben eine Energieversorgung an, die sicher, sauber und bezahlbar ist. Solange wir das EEG brauchen, um diese Ziele zu erreichen, solange hat es seinen Nutzen. Und wie gesagt, jetzt hat es noch seinen Nutzen. Wir müssen es immer wieder anpassen. Und dass wir nicht alles erreicht haben, was wir erreichen wollen, Frau Dorn hat auf die Einstimmigkeit von Beschlüssen hingewiesen, auch aus meiner Seite Dank an Herrn Ministerpräsidenten, an Minister Al-Wazir, aber auch an Frau Ministerin Puttrich. Sie haben in Berlin gekämpft für uns. Vieles ist erreicht worden, manches ist nicht erreicht worden. Bleiben wir also als Hessen weiterhin am Ball, auch wenn wir manches gerne anders gesehen hätten in diesem Gesetz, in dieser EEG-Novelle. Das heißt aber nicht, dass wir die Position der FDP übernehmen. Nein, wir haben als Koalition hier eine eigenständige Position im Bereich der EEG-Entwicklung. Und wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass wir die Energiewende auch in Hessen so gestalten, wie wir es vereinbart haben im Koalitionsvertrag, und dass wir es erreichen, dass die Stromproduktion regenerativer Energien im Laufe dieser Legislaturperiode auch verdoppelt werden kann. Vielen Dank. Danke, Herr Stephan. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Rentsch, Vorsitzender der FDP-Fraktion, gemeldet. Es gibt ja immer Möglichkeiten, noch einmal reinzugehen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Stephan, mal neben der Frage, was Sie uns mit Ihrer Rede sagen wollten, und ich rätsel noch, und welche Botschaft Sie jetzt verkündet haben, ist es gut, was der Ministerpräsident gemacht hat, ist es schlecht, ist Sigmar Gabriel auf der richtigen Seite? Ihr Parteifreund, Ihr ehemaliger Energiekommissar Oettinger, hat ja gesagt, das EEG ist nicht reformierbar. Und das hat er richtig bewusst gesagt, weil er nämlich festgestellt hat, dass das sozusagen Drehen an einzelnen Schräubchen die Frage des Grundsatzes nicht besser macht. Sie können diesen Grundsatz, der verfehlt ist, der eben nicht für Marktwirtschaft, eben nicht für Technologieoffenheit steht, nicht durch einzelne Reformen wieder in Gang bringen und wieder auf einen richtigen Weg bringen. Ausgeschlossen, dass das geht. Und deshalb
haben Sie recht, wer Marktwirtschaft und Technologieoffenheit will, kann nur zur Frage EEG sagen, es muss abgeschafft werden. Ich will nicht bestreiten, Herr Schäfer-Gümbel, dass der Bundeswirtschaftsminister zu Recht einen richtigen Riecher hatte bei der Frage, dass weitere Kostensteigerungen nicht möglich sind für die Belastung der Unternehmen und Verbraucher, dass zum Zweiten ein weiterer Ausbau die Netze weiter unter Druck setzt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in Ihre Fraktion schaue, dass der Kollege Gremmels auch deshalb nach Berlin will, weil er den Bundeswirtschaftsminister in dieser Frage unterstützen möchte. Herr Gremmels, da haben Sie wiederum unsere Unterstützung, wenn Sie dafür Sorge tragen würden, dass das dort weiter in die richtige Richtung geht. Aber eine Sache darf ich doch einmal fragen, Herr Stephan, um einmal ganz konkret zu werden. Wir haben im Bundesbedarfsplangesetz als notwendig definierte Stromnetzleitung 6.100 km definiert. Wir haben nach dem Monitoringbericht, wir haben es in unserem Antrag aufgenommen, Stand Mai 2016 350 km Leitung genehmigt und 65 km Leitung realisiert. Dann haben wir letztens hier diskutiert, dass der Ministerpräsident bei einer CDU-Veranstaltung in Fulda sich sozusagen solidarisch erklärt hat mit den Gegnern gegen Südlink in der Region Fulda. Und da wollen Sie uns vorwerfen, wir würden Opposition gegen Südlink machen, meine Damen und Herren. Also, jetzt würde ich die Stellung der FDP an dieser Frage mal angenommen, wir wären Sie müssen zum Schluss kommen. Mal angenommen, wir wären dieser Auffassung, dann müsste es erst einmal eine Stromleitung geben, gegen die wir opponieren könnten. Die gibt es ja gar nicht. Danke, Herr Rentsch. Herr Stephan, wollen Sie antworten? 2 Minuten. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich hatte nicht den Eindruck, dass die FDP bei dieser Demonstration in Fulda für den Netzausbau gekämpft hat. Gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und das wollen wir doch einfach einmal festhalten, Herr Rentsch. Es gibt viele Gründe, warum wir nicht vorankommen mit dem Netzausbau. Und dazu gehört auch, dass die Frage der Akzeptanz eine wesentliche Rolle spielt. Und durch die Entscheidung, da kann man jetzt sagen, gut oder nicht gut, dass wir das Thema Erdverkabelung noch einmal alles überprüfen lassen, haben wir natürlich eine Bremse. Nur möglicherweise gelingt es uns dadurch, dann später diese ganzen Verfahren deswegen abzukürzen, weil die Frage von Klagen ausbleibt. Und Sie wissen doch selbst, Herr Rentsch, Sie wissen doch selbst, das wissen Sie vom Windradausbau, die meiste Zeit sind dann oftmals die Klagezeiten und nicht die Bearbeitungszeiten solcher Anträge. Das gilt im Übrigen auch für viele, viele andere Infrastrukturmaßnahmen. Ich habe darüber gesprochen, Herr Rentsch, dass das EEG auch die Themen Technologieoffenheit, die sektionübergreifende Thematik und das Thema Speicher eigentlich stärker berücksichtigen muss. Das ist jetzt nicht dabei, aber vielleicht gelingt es dann ja, dass wir das in Zukunft haben. Ich erinnere Sie auch noch einmal, Herr Rentsch, daran, wie die VHU in ihrer Presseerklärung heute das gelobt hat, was dort gemacht worden ist, und zwar für die Industrie. Auch das sollten Sie dann respektieren. Und die Frage, ob der Herr Gremmels in Berlin dann einmal Energiepolitik macht, die wollen wir eigentlich jetzt nicht diskutieren. Sie haben so die Angst, habe ich den Eindruck, der Herr Gremmels gehört in Berlin in einem Jahr der Regierungspartei an, einer der Regierungsparteien. Wollen wir uns darauf einlassen oder wollen wir es vielleicht auch anders machen? Also lassen wir doch bitte jetzt die Diskussion, über die Frage, wer nach Berlin geht, weg. Wichtig ist, dass alle, die in Berlin sind, neben ihrem Parteiinteresse auch das Interesse von Hessen voranbringen. Und deswegen sage ich, wer für Hessen kämpft, soll auch nach Berlin. Danke. Danke, Herr Stephan. Für die SPD-Fraktion erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn Schäfer-Gümbel, das Wort. Ja, lieber Kollege Rentsch, manche Unterstützung, auf die verzichten wir aber auch gerne. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist auch eine interessante Debatte. Die ist anders interessant als die vorhergehende, wobei sie mindestens an einer Stelle eine Parallelität hat, nämlich der Frage, wofür steht eigentlich an der Stelle die Regierung? Ich will es gleich am Anfang sagen. Der Ministerpräsident hat ihm ausdrücklich zugestimmt. Was jetzt auf den Weg gebracht wurde, einstimmiger Beschluss in der MPK. Da hilft es auch nichts, liebe Kollegin Dorn, darauf hinzuweisen, dass man in der MPK ohnehin nur einstimmig entscheidet. Wenn es einstimmig entschieden ist, dann ist es einstimmig entschieden, oder ist es nicht einstimmig entschieden, dann gibt es eben keinen Beschluss. Das ist die Alternative, vor der man steht. Und ich halte am Anfang der Debatte fest, der Ministerpräsident hat dem zugestimmt. Die Debatte kommt mir ein bisschen spanisch vor oder komisch vor, will ich jetzt mal sagen, deswegen, weil
mit Blick auf die Anträge man den Eindruck haben könnte, wir stehen gerade vor einer Katastrophe. Die Energiewende steht vor dem Scheitern. So liest sich so der ein oder andere Text. Und ich will dem Bild mal ausdrücklich etwas anderes, lieber Kollegin Dorn, entgegenhalten, weil die Fakten sprechen eine deutlich andere Sprache. Wir reden nicht über das Ende der Energiewende, sondern wir reden darüber inzwischen, dass die Energiewende ganz dezidiert, das wird die Kolleginnen und Kollegen der FDP vielleicht nicht freuen, aber vielleicht den Rest des Hauses, unumkehrbar ist. Während im Jahr 2010 der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärstromproduktion bei 17% bundesweit lag, lag er im letzten Jahr bei sage und schreibe 33%. Und es ist vorgesehen, ihn weiter konsequent auszubauen auf der Grundlage der im Jahr 2014, ich werde das gleich im Detail noch einmal ausformulieren, auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2014 weiter zu steigern, übrigens damals wieder mit 16:0 Bundesländerbeteiligung, auf 45% im Jahr 2025. Alleine in den letzten zwei Jahren ist der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion um 7,4 Prozentpunkte gestiegen, deutlich über dem, was wir erwartet haben. Das ist übrigens ein kleiner Hinweis auf diejenigen, die bei der Frage EEG-Reform 2.0 im Jahr 2014 ständig erklärt haben nach dem Motto, jetzt fängt der Untergang des Abendlandes an. Energiewende sei gescheitert, das würde alles abgewürgt. Das genaue Gegenteil war der Fall. Das gilt übrigens auch für so schwierige Themen wie die Ausschreibung, zu denen ich auch gleich noch einmal komme. Und deswegen noch einmal. Unser Anspruch als Sozialdemokratie hier und in Berlin ist, Deutschland zur ressourcen- und energieeffizientesten Volkswirtschaft der Welt zu machen. Und auf diesem Weg sind wir gute Stücke vorangekommen in den letzten Jahren. Das muss am Anfang festgehalten werden, weil die Energiewende eine Erfolgsgeschichte ist. Und das, obwohl wir zwingend im Jahr 2014 einen Neustart vornehmen mussten. Und warum mussten wir den? Das will ich zur Historie dann auch noch einmal dokumentieren, damit es nicht vergessen wird. Weil damals eine schwarz-gelbe Bundesregierung entschieden hat, den rechtssicheren, planbaren, vereinbarten Ausstieg aus der Atomenergie und den Einstieg in die Energiewende unter Rot-Grün und Gerhard Schröder aufgrund welcher Motivlagen auch immer auszusetzen und rückgängig zu machen mit den entsprechenden Veränderungen in den entscheidenden Gesetzen im Herbst des Jahres 2010. Und sechs Monate später kam Fukushima, und dann ist das Ganze innerhalb von wenigen Tagen noch einmal um 180 Grad in die andere Richtung gedreht worden. Und dieses Chaos, das dadurch entstanden ist, dass der planbare, gesteuerte, mit den Energieversorgern vereinbarte Weg mehrfach verlassen wurde, ist ziemlich viel verbrannte Erde hinterlassen worden in der Energiewirtschaft insgesamt. Es wurden mehrfach milliardenschwere Investitionen in den Sand gesenkt aufgrund von politischen Entscheidungen, die Sie zu verantworten haben in Berlin. Und das Chaos müssen wir bis heute aufräumen. Der gemeinsame Anspruch, die Energiewende am Ende sauber, bezahlbar und sicher zu machen, den unterschreiben wir auf der Ebene erst einmal alle. Der entscheidende Punkt aber ist, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wie wird das anschließend gemacht? Auch vor dem Hintergrund, dass es den einen oder anderen gibt, der nach wie vor seinen Frieden mit der Energiewende nicht gemacht hat. Dazu gehört unter anderem Günther Oettinger, der immer und immer wieder, ich finde, in kreativer Nutzung europäischer Regeln erzwingt, dass wichtige Entscheidungen in Deutschland mit dem Umweg über das Beihilferecht durch die Europäische Kommission notifizieren zu lassen. Im Übrigen, dass wir seit sechs Monaten bei der Frage der KWK-Förderung, Kraft-Wärme-Kopplung, einem für Industriepolitik entscheidendsten Themen, nicht vorankommen, liegt daran, dass Günther Oettinger und die EU-Kommission die Frage der Zustimmung und der Notifizierung zur KWK-Förderung abhängig macht davon, dass das EEG 3.0 ebenfalls zur Notifizierung vorgelegt wird. Was ich wirklich unmöglich finde, was da passiert, weil die Betreiber von KWK-Anlagen im Moment auf diese Entscheidungen warten. Und deswegen, ja, Energiewende muss man wollen, man muss sie auch richtig machen. Und ich will noch einmal an den Anfang stellen, bevor ich zu unserem Problem mit der derzeitigen Novelle komme,
dass der Ministerpräsident dem im Grundsatz zugestimmt hat. Und ich kenne die Erklärungen, die er dazu abgegeben hat. Im Übrigen liegt mir auch der Beschluss zum Netzausbau der Ministerpräsidentenkonferenz vor. Und deswegen bin ich bei manchem Argument, was unabhängig von der Kollegin Dorn eben eingeführt wurde, sehr überrascht über den Mut und, sage ich mal, das Selbstbewusstsein, mit dem hier manches Argument vorgetragen wird. Damit komme ich zum Grundsätzlichen, wo wir Probleme, Frau Dorn, sehen mit der KWK-Förderung. Sie haben am Ende ganz sicherlich noch einmal Anlass, sich aufzuregen. Ich will offen sagen, der Kompromiss, der getroffen wurde, den wir aber im Ergebnis mittragen werden, weil er eben ein Kompromiss ist, und der Ministerpräsident hat vorhin, oder Herr Boddenberg hat darauf hingewiesen, wie schwierig mittlerweile Mehrheitsbildung im Bundesrat und Bundestag sind, den ich für schwierig halte, ist der beschlossene Ausbaukorridor für die Biomasse. Der überzeugt mich und die hessische Sozialdemokratie ausdrücklich nicht, ist aber Bestandteil dieses Pakets. Im Bereich der Photovoltaik, glaube ich, können wir im Wesentlichen mit den Entscheidungen leben. Sowohl die Hersteller als auch die Betreiber sind damit insgesamt unterm Strich zufrieden, einschließlich der Einbeziehung der 750 kW-Anlagen. Um mal sehr ins Detail zu gehen, und man muss festhalten, für diesen Bereich hat die Ausschreibung zweierlei erbracht. Erstens, die Preise sind gesunken, und zweitens, in der Summe gibt es deutlich mehr kleine Anbieter als vorher. Über die Ausschreibung im Bereich der Photovoltaik sind kleine Anbieter, Stadtwerke, Bürgergenossenschaften gestärkt worden. Im Bereich des Onshore-Winds haben wir in der Tat ein Problem, Frau Dorn. Die Ausbauziele, Frau Dorn, sind nach wie vor festgelegt und gemeinsam verabredet. Die bleiben nämlich so, wie sie bisher sind. 2,8 Gigawatt pro Jahr in 2017, 2018, 2019, aufbauend bis 2025 auf 2,9 Gigawatt. Und bis heute sind wir da übrigens schon ein gutes Stück weiter. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, die Ausbauziele sind deutlich überschritten in den ersten beiden Jahren. Und der Netzausbau kommt dem nicht hinterher. Bei der De Minimis-Regelung, Herr Stephan, sind wir ausdrücklich bei Ihnen. Wir würden das gerne machen. Aber ich muss leider auch gestehen, dass mir bisher noch nicht eine besonders gute Idee eingefallen ist, wie wir die 18-Anlagen-Regelung, um die es dabei geht, so gestalten, dass nicht große Investoren sie missbrauchen, indem sie ihre großen Anlagen und Parks zerlegen in mehrere kleine und damit die Ausbauziele wieder unterlaufen und wir dann wieder auf das Problem mit dem Netzausbau laufen. Und der Kollege Rock hat aus meiner Sicht ausdrücklich zu Recht auf die Redispatch-Kosten hingewiesen, die bereits in diesem Jahr bei 1 Milliarde € liegen und in den nächsten Jahren auf bis zu 4 Milliarden € aufwachsen können, wenn der Netzausbau nicht hinterherkommt. Wir haben hier gemeinsam entschieden, Frau Dorn, dass wir die Frage der Abverkabelung wollen, im Wissen, dass das 8 Milliarden € mehr kostet und der Netzausbau deutlich länger dauert, weil jetzt neu geplant werden muss. Wenn man das alles ernst meint, dann muss man sich aber irgendwann entscheiden, ob man auch konsequent bei den Entscheidungen bleibt, ob man sie mittragen will oder ständig raushüpfen will, wenn es einmal gerade nicht passt. Zu Offshore-Wind will ich nur so viel sagen. Auch dort sind überraschenderweise, ich habe hier zweimal kritische Stellungnahmen zu abgegeben, dass ich nicht glaube, dass das kommt, müssen wir feststellen, dass die Ausbauziele beim Offshore-Wind deutlich schneller erreicht wurden, als wir es dachten, und dass der Anspruch der Industrialisierungsfähigkeit ausdrücklich erfüllt wurde. Schwierigkeiten, das ist meine vorletzte Bemerkung, habe ich mit dem Thema der Bürgergenossenschaften, weil die derzeitige Landkreisgrenzenabgrenzung systemwidrig ist, aus meiner Sicht, weil es teilweise absurde Grenzen bildet. Darüber muss man auch zu reden. Und das Gelbe gilt für das Thema Netzengpässe. Ich komme fast zum Ende. Bei den Netzengpässen genauso. Da bin ich sehr bei Ihnen, dass wir da eine andere Regelung finden. Das ist übrigens auch verabredet, dass wir diese Frage klären können. Deswegen ist die Aufregung in Ihrem Antrag völlig unangemessen. Damit komme ich allerdings zum letzten Punkt. Wenn Sie hier von Klimazielen sprechen, aber bitte ganz knapp, Herr Schäfer, ganz knapp wird das jetzt. Wenn Sie hier von Klimaschutzzielen sprechen, will ich Sie nur auf die Erklärung des CDU-Wirtschaftsrates verweisen von heute, der ausdrücklich den Pariser Klimavertrag infrage gestellt hat. Vielleicht sollten Sie das einmal in der Koalition miteinander besprechen. – Herzlichen Dank. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für DIE LINKE erteile ich ihrer Fraktionsvorsitzenden, Frau Wissler, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das EEG, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, ist ja nicht
irgendein Gesetz, sondern es ist entscheidend für die Energiewende. Wenn ich im FDP-Antrag dann lese, dass das EEG sich nicht bewährt hätte und abgeschafft werden kann, dann frage ich mich wirklich, was Sie die letzten Jahre, ob Sie die letzten Jahre klimapolitisch und energiepolitisch nicht richtig verfolgt haben. Weil ich finde, man muss an der Stelle schon einmal sagen, dass das Erneuerbare Energiengesetz ein großer, großer Erfolg ist. Und die Frage ist, wo stünden wir heute ohne das EEG? Und das EEG war zu Recht auch Vorbild für andere Länder. Und Hermann Scheer hat einmal gesagt, das EEG war das erste Energiegesetz, das gegen die Energiekonzerne durchgesetzt wurde. Und hätten wir das EEG nicht gehabt, dann wäre es vollkommen unmöglich gewesen, dass die erneuerbaren Energien heute einen Anteil von roundabout 30% haben, weil die großen Atom- und Kohlekonzerne natürlich auch systematisch versucht haben, die Energiewende zu blockieren. Deswegen an der Stelle, das Erneuerbare Energiengesetz hat da eine wichtige Rolle gespielt. Natürlich hat das eine Lenkungsfunktion, vollkommen klar. Es ist ein Eingriff in den Markt, selbstverständlich. Aber wenn ich mir jetzt den FDP... Ja, die FDP auch nicht. Die FDP auch nicht, wenn es um die richtigen Marktteilnehmer geht. Also, wissen Sie, weil das ist doch... Weil Sie beklagen ja in Ihrem Antrag die Planwirtschaft. Ich meine, ich will mal daran erinnern, dass in der Geschichte der Bundesrepublik, also in diesem Land, hat ja jetzt Markt und Strom nicht wirklich viel miteinander zu tun gehabt in der Geschichte. Es gab über Jahrzehnte hinweg gab es die Gebietsmonopole. Und ich finde, ja, aber wenn die FDP jetzt in ihrem Antrag schreibt, alle Subventionen und Privilegierungstatbestände zugunsten der erneuerbaren Energien sollen entfallen, dann frage ich mich, wo ist denn eigentlich Ihr Einsatz dafür, dass alle Subventionen und Privilegierungstatbestände für die atomare und für die Kohleindustrie, für die Kohlewirtschaft entfallen? Weil das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, wenn es um die Subventionierung von Atom- und Kohleenergie ging, dann hat sie das ja an der Stelle nicht interessiert. Und ich meine, da reden wir über ganz andere Kosten. Wir haben ja gestern eine längere Debatte gehabt über Frage von Kosten. Naja, die Frage ist ja, was preist man alles ein? Und da hat die Kollegin Dorn ja vollkommen recht, dass die erneuerbaren Energien, im Strompreis extra ausgewiesen sind. Aber wenn man sich anschaut, welche Kosten dafür entfallen, zum einen die herkömmliche Energiegewinnung zum einen zu subventionieren, aber wenn wir halt auch über die Folgeschäden und Folgekosten dann irgendwann reden, dann ist das doch wirklich ein Witz, davon zu reden, dass ausgerechnet die erneuerbaren Energien teurer wären oder ein Preistreiber wären. Und ich finde, gerade von der FDP, wo man ja sonst immer so häufig davon hört, dass man Investitionssicherheit gewähren muss, dass Investoren ein gutes Klima haben müssen, in dem sie ja auch eine Verlässlichkeit haben, finde ich das schon interessant, dass das für Sie im Bereich der erneuerbaren Energien so überhaupt nicht zu gelten scheint. Weil ich meine, was Sie faktisch fordern, ist ja, dass die Stadtwerke, dass die Kommunen, dass die Bürgergenossenschaften, ja, dass ihnen letztlich die Grundlage genommen wird, auf denen sie ihre Investitionen eben auch tätigen. Deswegen an der Stelle vollkommen klar, natürlich werden wir im Antrag der FDP nicht zustimmen, weil es ist ja auch wieder total durchsichtig, was Sie hier wollen. Sie haben kein Interesse an der Energiewende. Sie sind wirklich so die letzten Verbündeten der herkömmlichen Stromwirtschaft. Und deswegen die letzten verbliebenen Fossile, genau. Und deswegen ist das natürlich Ihre ganzen Argumente von Preis und Netzstabilität ja ein Stück weit auch vorgeschoben. Aber, meine Damen und Herren, und da will ich schon sagen, bei aller Erfolgsgeschichte des EEG, ich glaube, es ist schon so, dass man sich Sorgen machen muss um die Energiewende. Und ich finde, dass die letzten Novellen und Veränderungen dem Erneuerbaren Energiengesetz auch nicht gerade gut getan haben, wenn wir an diese zum Teil doch sehr ausbremsenden Veränderungen denken. Und es gab gerade heute einen Artikel, den ich gesehen habe in der Wirtschaftswoche. Das ist ja wird ja bei der FDP vielleicht auch gelesen. Das geht um eine Studie der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft. Der Artikel ist überschrieben mit EEG reicht nicht aus. Deutschland muss für Paris-Ziele Ökostromanteil verdoppeln. Im Text steht, der Ausbau an erneuerbaren Energien reicht nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Deutschland muss den regenerativ erzeugten Strom bis 2040 verdoppeln, den Kohleausstieg bis 2030 umsetzen und den raschen Ausbau von Langzeitspeichern vorantreiben. Das zeigt eben diese Studie, die erstmals auch den Energiebedarf von Verkehr, Wärmeversorgung und Industrie mit einbezog. Nach Berechnungen dieser Wissenschaftler braucht Deutschland spätestens im Jahr 2040 jährlich ungefähr doppelt so viel an erneuerbarem Strom, wie das heute der Fall ist. Und der Studienleiter kommt zu dem Ergebnis, Zitat, mit den geringen Zubaukorridoren des Erneuerbaren Energiengesetzes ist ein Einhalten der Paris-Ziele praktisch unmöglich. Entweder fehlt den politisch Verantwortlichen der nötige Sachverstand, oder sie beabsichtigen, das Klimaschutzabkommen gar nicht einzuhalten. Wir müssen Wind- und Solarenergie 3 bis 6-mal schneller ausbauen als von der Bundesregierung geplant. Will heißen, wir sind mit der Energiewende wirklich nicht so weit, als dass man jetzt über ein Bremsen nachdenken könnte, um Zubaudeckel oder darüber reden müsste, jetzt die Energiewende irgendwie zu verlangsamen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wenn wir einen vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien haben wollen, dann muss die Energiewende beschleunigt werden und nicht ausgebremst, meine Damen und Herren. Und wir hatten ja da haben ja auch einige von Ihnen teilgenommen. Wir hatten ja vor einigen Wochen hier vor dem Landtag auch die Proteste seitens der Stadtwerke, der Kommunen, der Bürgergenossenschaften, die ja hier vor dem Landtag demonstriert haben und noch einmal ihre Befürchtungen vorgetragen haben und gesagt haben, so wie jetzt die Neuerungen im EEG geplant sind, ist es eine Bedrohung für die dezentrale für den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Da will ich vielleicht noch einmal kurz ein bisschen was zu den Neuerungen sagen. Also, weil es natürlich gerade um die Ausschreibungspflicht geht, die natürlich ein Problem ist für die Stadtwerke, für die Energiegenossenschaften. Und da steht ja eine ganze Menge auf dem Spiel, nämlich die Akteursvielfalt. Da steht auf dem Spiel natürlich auch die Auswirkungen, die das haben kann für den ländlichen Raum, für Arbeitsplätze. Und ich finde, ein großes Problem ist dabei die niedrige Bagatellgrenze von 0,75 Megawatt bei der Ausschreibungspflicht. Das ist ein großes Problem. Das ist ja weniger als die Leistung einer einzelnen Windkraftanlage. Und ich finde, da hätte man durchaus den Spielraum nutzen können, den man europarechtlich hat. Und das hatte auch der DGB gefordert, dass man eine Bagatellgrenze einzieht, 6-mal bis zu 3 Megawatt. Das wäre eine Bagatellgrenze gewesen, die hätte man einziehen können. Die jetzige wird nicht dazu führen, dass die Stadtwerke und Genossenschaften das auch wirklich nutzen können. Und auch die Deckelung des Ausbaus ist natürlich hochproblematisch. Es ist jetzt die Rede von 2.800 Megawatt, und zwar brutto, also das heißt Repowering mit eingeschlossen. Und diese Begrenzung liegt ja unter dem in den letzten Jahren installierten Leistung und ist damit natürlich auch eine Bremse. Ich denke, dass das Entscheidende ist, dass man den Umbau der Energiewirtschaft, dass man die Energiewende mit dem Umbau der Energiewirtschaft verbindet und dass da natürlich enorme Chancen gibt, gerade für den ländlichen Raum, wenn man eben auf Kommunen setzt, auf Stadtwerke setzt, auf Bürgerenergiegenossenschaften setzt. Und das erhöht ja auch die Akzeptanz, wissen wir, für den Ausbau der erneuerbaren Energien. In diesem Sinne finde ich, ist es schon so zusammenfassend, dass das Erneuerbare Energiengesetz eine wichtige Rolle gespielt hat, dass es unbedingt erhalten bleiben muss, dass die Marktintegration wirklich jetzt der Erneuerbaren in dieser Form dazu führen würde, dass der Ausbau ausgebremst wird. Deswegen sehen wir das, was an Veränderungen jetzt hier vorliegt und vorgeschlagen ist von der Bundesregierung, sehr, sehr kritisch. Wir glauben, dass es sich nicht positiv auf die Energiewende auswirken wird. Und deshalb lehnen wir diese Änderungen auch ab. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler für die Landesregierung. Und Herr Rock, jetzt müssen Sie ganz tapfer sein, erteile ich Herrn Wirtschaftsminister Al-Wazir das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will vielleicht am Anfang noch einmal sagen, bevor wir uns in Anführungszeichen im Klein-Klein, das auch wichtig ist, verlieren, was unsere gemeinsame Aufgabe ist. Wir brauchen eine sichere, eine umweltschonende, eine bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung. Und wir wollen, dass Hessen bis zum Jahr 2050
im Strom- und im Wärmebereich sich zu 100 aus erneuerbaren Energien versorgen kann. Dieses Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird von 82 der Hessinnen und Hessen unterstützt. Das ist das Ergebnis unserer repräsentativen Umfrage vom Herbst 2015. Wir haben uns auch Zwischenziele gestellt, nämlich, dass wir bis zum Jahr 2019 ein Viertel unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energienquellen decken wollen, weil wir uns in Hessen auf einer Aufholjagd befinden bei der Energiewende. Aber ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, Herr Rock. Ich will und ich bin sicher, wir werden zeigen als Landesregierung und als Land, dass Energiewende in einem wirtschaftsstarken Land möglich ist, dass sie neue Arbeitsplätze schafft, dass sie innovative Unternehmen anzieht und dass sie nicht ein Beitrag zur Schwächung, die Sie immer an die Wand malen, sondern am Ende des Tages ein Beitrag zur Stärkung unseres Landes sein wird. Und deswegen, Stichwort, weil Sie ja vorhin gesagt haben, Anti-Wirtschaftsminister. Wissen Sie, Herr Rock, man müsste doch einmal ein bisschen aus der Vergangenheit lernen. Es gab einmal 1998 eine heftige Auseinandersetzung um die Ökosteuer. Damals hat auch noch die CDU gesagt, alles eine Katastrophe. Ja, jetzt passen Sie einmal auf. Also bitte schön, jetzt werfen Sie bitte nicht der CDU vor, dass sie ihre Positionen ändert. Sie wissen ja, nichts dreht sich schneller als die FDP. Also, jetzt noch einmal. 98 Ökosteuer. Ich gebe zu, die GRÜNEN waren damals kommunikativ alles andere als geschickt. Im Hinterkopf ist bei manchen noch 5 Mark übrig geblieben. Allerdings steckt da ein wirtschaftspolitisches Konzept dahinter. Ressourcenverbrauch besteuern, Lohnnebenkosten senken. Und was die meisten Leute vergessen ist, ja, ja, ich weiß, Guido Westerwelle hat daraus Rasen für die Rente gemacht. Nur wissen Sie, Frau Kollegin Beer, was man ja mal sehen müsste, ist, es hat funktioniert. Wir hatten damals einen Rentenversicherungsbeitrag von 20,5 Wir haben jetzt einen von 18,7. Wir haben alle versicherungsfremden Leistungen inzwischen steuerfinanziert. Warum? Weil wir Ressourcenverbrauch besteuert haben und das Ganze in den Bereich der Rentenversicherung hineingegeben haben. Und man muss einmal sagen, damals hat Herr Rock gesagt, es wird das Ende des Industriestandorts Deutschland sein, es wird das Ende der Autoindustrie sein. Am Ende stellen wir fest, Deutschland ist so wettbewerbsfähig wie noch nie, und wir sind, was die Exportstärke angeht, stärker, als wir jemals zuvor waren. Das müsste Ihnen doch zu denken geben, ob eigentlich das, was Sie da sagen. So, jetzt geht es weiter. Am EEG gibt es ja genau die gleichen Debatten. Herr Grossmann, Ihr ehemaliger Freund von RWE, hat gesagt, eher wachsen Ananas am Südpol, als dass wir einen wesentlichen Teil unserer Stromerzeugung. Jetzt muss ich Ihnen sagen, Herr Rock, Herr Grossmann ist nicht mehr bei RWE und die FDP ist nicht mehr im Bundestag. Und trotzdem kann ich sagen, oder vielleicht gerade deswegen, wir sind bei 33 bundesweit und kein Licht ist ausgegangen. Im Gegenteil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das müsste Ihnen doch zu denken geben. Und deswegen noch einmal sehr ausdrücklich. Wir sind momentan in der Situation, wo die erneuerbaren Energien, die Markteinführung ist geglückt. Jetzt kommt die Marktintegration. Und natürlich, und deswegen ausdrücklich, sind wir auch bereit, dann in einer solchen Situation über den Übergang von einer festen Vergütung zur Ausschreibung zu diskutieren, konstruktiv zu diskutieren. Sind wir ausdrücklich bereit dazu. Wir wollen allerdings, und das ist wichtig, das EEG so verändern, dass die Energiewende weitergehen kann. Und wir wollen im EEG auch weiter darauf achten, dass wir dort sozusagen die kostengünstigen erneuerbaren Energien besonders fördern. Und jetzt will ich an der Stelle einmal sagen, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, Stichwort Offshore. Ich verstehe nicht, sag mal aus hessischer Sicht, dass gerade die SPD, die ja auch intern inzwischen über die Kosten nachdenkt, bei Offshore immer weiter sagt, das muss ausgebaut werden und die Bremse bei der Windkraft an Land reinmacht. Ich verstehe das nicht. Weil aus Kostengesichtspunkten ist Offshore-Wind doppelt so teuer wie Windkraft an Land. Es kommen dramatische Netzanbindungskosten dazu, wenn man sich das einmal betrachtet.
müsste man eigentlich überlegen, wenn es jetzt um Kosten gehen würde, dass man eigentlich eher woanders bremsen müsste. Aber leider, muss ich sagen, ist an dieser Stelle in der Ministerpräsidentenkonferenz nichts zu erreichen gewesen. Deswegen noch einmal zur Ministerpräsidentenkonferenz. Und Ehre, wem Ehre gebührt, sind ja schon viele angesprochen worden. Kollege Wintermeyer hat auch kräftig und heftig mitgearbeitet an dieser Frage. In der Ministerpräsidentenkonferenz stehen wir vor der Situation, es gibt entweder einstimmige Beschlüsse oder gar keine Beschlüsse. So. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir im Bundesrat 16 Bundesländer haben mit inzwischen 11 unterschiedlichen Koalitionsvarianten. Und wir stehen vor der Situation, dass wenn bis zum 31.12. kein EEG beschlossen ist, dass es dann gar keins mehr gibt. Und deswegen, ja, Sie finden das super, das ist natürlich toll, aber im Bundestag gibt es auch keine FDP, deswegen fragt Sie keiner, Herr Rock. Also, deswegen müssen wir am Ende des Tages über die Frage uns Gedanken machen, wie kriegen wir es hin, bei diesen ganzen unterschiedlichen Interessen aus hessischer Sicht in Anführungszeichen das Schlimmste zu verhindern und trotzdem noch die Gesamtsituation im Auge zu behalten. Genau das haben wir getan. Und ich finde, wir sind da bisher auf einem ganz guten Weg, wobei wir an manchen Punkten weiterhin unzufrieden sind. Und das will ich Ihnen auch sagen, warum. Ich habe schon gesagt, ich verstehe nicht, warum der Ausbaudeckel beim Onshore-Wind gemacht wird, bei der Windkraft im Binnenland, die günstigste ist. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe ebenfalls nicht, warum am Ende wir uns mal geeinigt haben in 2014 auf 2.500 Megawatt Ausbaukorridor netto und am Ende des Tages die Bundesregierung einfach auf brutto umstellt, wenn man weiß, dass wir sehr viele Repowering-Maßnahmen haben werden in den nächsten Jahren. Das ist ja, in Hessen nicht ganz so viele. In Hessen nicht ganz so viele. In Hessen nicht ganz so viele. Allerdings im Vogelsberg wird es schon ab in den nächsten Jahren an manchen Punkten passieren. So. Und ich verstehe übrigens auch nicht, Stichwort Vertrauensschutz, der Eingriff, der nachträgliche Eingriff in Genehmigungen des Jahres 2016, weil man dann einfach einmal sagt, da nimmt man noch einmal 5% raus, ist das Gegenteil von Vertrauensschutz. Und Vertrauensschutz ist für Investitionssicherheit, und zwar egal, worum es geht, immer das A und O. Also auch an dieser Stelle sind wir nicht zufrieden. Und ich will noch einmal ausdrücklich sagen, wir brauchen auch bei der Frage Photovoltaik ebenfalls aus meiner Sicht falsch, dass man an dem Ausbaudeckel festhält. Man hat den Ausbaudeckel 52 GW mal reingeschrieben zu einem Zeitpunkt, als die Photovoltaik der Kostentreiber war. Die Photovoltaik ist aber inzwischen so günstig geworden, dass sie nicht mehr der Kostentreiber ist. Und vielleicht haben Sie wahrgenommen, dass wir letztes Jahr weltweit einen Solarboom hatten, außer in Deutschland. Also an dieser Stelle müssen wir etwas verändern, und da sind wir mit dem, was die Bundesregierung vorgelegt hat, nicht zufrieden. So, und jetzt zur Frage, die auch noch wichtig ist und wo wir natürlich noch darum kämpfen, dass auf Bundesebene etwas verändert wird. Erstens die sogenannte De Minimis-Regel. Ich bin dafür, dass wir weiterhin dafür sorgen, dass es eine regionale Verankerung der Energiewende gibt, dass Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass das nicht wieder Umgehungstatbestände werden, ganz klar, aber dass Bürgerinnen und Bürger weiter die Chance haben, sich zu beteiligen und dass man an dieser Stelle sagen, wichtig und richtig dafür sorgen soll, dass Energiewende auch Wertschöpfung vor Ort bedeutet und damit auch natürlich Akzeptanz vor Ort. Da hoffen wir darauf, dass sich in den nächsten Wochen im Bundestag noch etwas verändert. Und dann kommen wir zum Netzausbaugebiet. Und deswegen, Herr Rock, jetzt will ich an dieser Stelle mal an einer Stelle Ihnen recht geben. Ja, doch, doch. Natürlich ist es ein Riesenproblem, wenn wir 1 Milliarde für die sogenannten Redispatch-Kosten ausgegeben haben. Das ist so. Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Es ist nicht nur bezahlt worden für die Abregelung von Windkraftanlagen, sondern es ist auch bezahlt worden für das Hochfahren von konventionellen Kraftwerken im Süden. Das musste man aber machen, weil die Netze fehlen. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Früher hat die FDP den Grünen vorgeworfen, Stichwort, der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Da wollten Sie uns sagen, der muss auch produziert werden. Das wissen wir. Ich sage Ihnen jetzt, man muss zwischen Produktion und Steckdose auch eine Leitung haben. Sonst nützt es nichts, Herr Kollege Rock. Und deswegen,
Und deswegen, ich will das mal an der Stelle. Und deswegen sind wir so darauf angewiesen, dass wir eine Vernetzung an der richtigen Stelle auch bekommen, um den Strom von A nach B bringen zu können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, ich erinnere an die Redezeit. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Und deswegen ausdrücklich auch an dieser Stelle. Ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden, dass man den Windkraftausbau, solange der Netzausbau noch nicht da ist, wo er sein muss, dass man den Windausbau dann reduziert an Orten, wo Abregelungen zu erwarten sind, wo also klar ist, dass man viel Geld dafür ausgibt, dass Strom nicht produziert wird. Nur es ist einfach absurd, dann auf die Idee zu kommen, Hessen da reinzunehmen, weil Hessen mit diesen Abregelungen nichts zu tun hat, weil der Strom, der hier produziert wird, auch in Hessen verbraucht wird. Ich habe vor einigen Wochen in Hessisch-Lichtenau einen Windpark eröffnet. Da wird sozusagen von den Anlagen, die dort stehen, auf dem Verteilnetz, Herr Kollege Rentsch, Stichwort Elektronen, von Hessisch-Lichtenau im Verteilnetz direkt in die Stadt Kassel. Dieser Strom sieht niemals ein Übertragungsnetz. Wir sind nicht Teil des Problems. Und wenn wir nicht Teil des Problems sind, dann können wir auch nicht Teil der Lösung sein. Und deswegen sagen wir, eine Drosselung des Ausbaus muss da erfolgen, wo das Problem entsteht. Und deswegen wollen wir, dass an dieser Stelle sich noch etwas verändert, meine sehr verehrten Damen und Herren, und setzen da auf die Unterstützung von allen. Letzter Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig ist. Ich glaube, dass wir sicher sind, dass am Ende natürlich jedes Großprojekt sich in kleinen Maßnahmen besonders zeigt. Dass es an dieser Stelle ein Problem gibt, dass man da etwas verändern muss, dass man hier nachsteuern muss, das ist völlig normal, wenn man ein ganzes System umstellt. Wir sollten nicht vergessen, dass es ein Ziel gibt, nämlich die Produktion von Energie aus erneuerbaren Energien, die kein Selbstzweck ist, sondern die etwas damit zu tun hat, dass wir so nicht weiter Ressourcen verbrauchen können, wie wir das in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Das geht nicht. Und deswegen müssen wir die Energiewende zu einem Erfolgsprojekt machen. Und wir können das auch, selbst wenn die FDP weiter gegen Windmühlenflügel kämpft. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Wir debattieren munter weiter. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Rock gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Wirtschaftsminister, Antiwirtschaftsminister Al-Wazir, das erste Interessante Ihrer Rede, das ich heute gehört habe, war ja das Thema, dass Sie vom Windrad zur Steckdose ein Kabel ziehen wollen, Herr Al-Wazir. Vom Windrad zur Steckdose ein Kabel, das ist das erste überzeugende Bekenntnis zur Infrastruktur, was Sie im Hessischen Landtag abgegeben haben. Von daher hat es ja schon einmal heute etwas gebracht mit unserem Antrag. Und der Ehrlichkeitshalber war es ein Einwurf von Herrn Schäfer-Gümbel, den ich jetzt hier sozusagen angewendet habe, aber er ist nun einmal einfach zutreffend an dieser Stelle. Herr Al-Wazir, ich möchte Ihnen den Antrag Ihrer beiden Fraktionen oder der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorhalten. Sie haben hier ausgeführt, vielleicht kommunizieren Sie ja nicht miteinander, Sie haben hier ausgeführt, dass ja Hessen überhaupt kein Problem im Stromnetz hätte, sondern dass Sie ja bei der Diskussion völlig aus wären. Und dass das eigentlich Ihr Kritikpunkt wäre an der Vorgabe aus Berlin. Aber in Ihrem Antrag schreiben Sie, der Landtag unterstützt daher die Positionierung des Bundesrates auf Antrag Hessens, wieder auf die Abregelung abzustellen. Das bedeutet ja, Sie wollen weiter Windräder abregeln, anstatt die Frage der Netzauslastung als Grundlage zu nehmen, ob noch Windkraft zugebaut werden kann. So, und das ist ja, sage ich jetzt mal, die positive Innovation aus Berlin zu sagen, wir haben
eine Menge Kosten, weil die Windräder, die gebaut worden sind, nicht in der Lage sind, Strom zum richtigen Zeitpunkt einzuspeisen. Und Sie wollen hier zurück zu einer Regelung, die nicht vom Netz abhängig ist, sondern die wieder von der Abregelung abhängig ist. Eine völlig sinnfreie Überzeugung, die zu unglaublich vielen Kosten führt. Und natürlich ist es nicht, dass die vor zwei Jahren die 300 Millionen € ausschließlich Geld war, das Windkraftbetreiber bekommen haben fürs Abregeln. Und natürlich ist jetzt ein Jahr später, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Jahr später ist es 1 Milliarde €, also mehr als eine Verdreifachung der Kosten wegen der Frage, dass wir den Strom nicht ableiten können. Und wenn Sie jetzt immer noch an diesem Verfahren festhalten wollen, dass Sie weiter einfach zubauen, und wenn der Zubau eben nicht ordentlich funktioniert, dann wollen Sie abregeln. Man kann vielleicht diskutieren, ob diese Frage, wie schneidet man die Netzgebiete zu, noch einmal diskutieren kann. Aber man kann nicht über die Frage diskutieren, dass im Grundsatz der Netzausbau die Grundlage dafür bilden muss, ob man Windkraftanlagen errichtet oder nicht. Und genau das fordert hier die Koalition in ihrem Antrag. Und von daher ist es auch ein Stück weit Ihrer Argumentation entgegen. Ihnen geht es einfach darum, massiver Ausbau, egal wo und wie, ist egal, ob der Strom verwertet werden kann. Dieser Strom wird dann einfach vergütet, und was das kostet, ist in der Regel ja auch völlig egal. Wenn wir innerhalb von 4 Jahren 5 Milliarden € dafür aufwenden müssen, ist Ihnen auch egal. Also an der Stelle von Kosten und Markt zu sprechen oder von wirtschaftlichen Überlegungen kann man Ihnen, glaube ich, nicht mehr unterstellen. Und von daher haben Sie meine Erwartungen als Anti-Wirtschaftsminister hier eindeutig erfüllt in Ihrer Rede. Und ich möchte auch noch einmal das Argument aufgreifen, den Stadtwerken. Das war ein wichtiger Player, an den Sie denken. Also, der Stadtwerkeverbund Tyga ist aufgeführt worden im Interview der Welt und hat einmal berichtet, wie die Situation ist mit der Energiewende und der Stadtwerke. Denen geht es nämlich nicht gut mit der Energiewende, sondern die haben riesige Probleme mit der Energiewende und haben riesige Investitionsprobleme und können auch ihr Geschäft nicht fortführen und sind alle in großen Problemen. Die Stadtwerke sind nicht die Gewinner der Energiewende, sondern die haben die Probleme der Erzeugung. Das können Sie ja hier in der Welt nachlesen, Samstag, 18. Juni 2016. Ich kann es Ihnen auch einmal gern geben, wenn Sie es nachlesen wollen. Die Stadtwerke sind nicht die Profiteure. Und wenn ich dann die Frau Wissler hier höre, wenn sie wieder diese Beschlüsse von Paris zitiert. Ich kann Ihnen nur einmal sagen, Frau Wissler, das ist echt spannend, wenn man das ernst nimmt. Wir wissen, wir können die 2% nicht erreichen, also beschließen wir 1,5%. Wir wissen, was das bedeutet. Das würde bedeuten, dass wir 2040 bereits 70% CO2-frei unsere Energie erzeugen müssen, nicht den Strom, die Energie. Das würde für 2040 bedeuten, die Stromerzeugung. Jetzt halten Sie sich fest, die Stromerzeugung müsste auf 3.120 Terawatt in Deutschland über Strom erzeugt werden, über Ihre Windräder. Das ist eine unglaubliche Vorstellung. Das ist überhaupt nicht leistbar. Bei dem, was wir jetzt vorhalten, haben Sie sich mit Ihrem Argument hier selbst die Maske vom Gesicht gerissen. Dies ist überhaupt nicht umsetzbar. Und wenn ich dann höre, immer 30% Strom, Frau Wissler, diese Windräder, die wir in Deutschland aufgebaut haben, die 28 Gigawatt Kapazität, die über 20.000 Windräder, die wir in Deutschland haben, ist weniger als 3% des Endenergieverbrauchs in Deutschland. Sie sollten einmal versuchen, die Dimensionen zusammenzubringen, um zu erkennen, dass das der falsche Weg ist, auf dem wir sind. Das Wort hat Frau Abg. Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Rock, das kann man so nicht stehen lassen, wie Sie jetzt versucht haben, diese Begriffe zu vermischen und uns vorzuwerfen, wir würden angeblich für Abregelungen sein. Also, ich erkläre es noch einmal, vielleicht wird es Ihnen dann klarer, um was es eigentlich gerade geht. Es ist im Gesetzentwurf vorgesehen, ursprünglich, dass Netzengpassgebiete definiert werden, dass also da gedrosselt werden, die Ausbauziele, wo ein Netzengpassgebiet ist. Netzengpassgebiet bedeutet dort, wo abgeregelt werden muss. So, das war sozusagen am Anfang im Entwurf. Da waren wir sehr entspannt, denn Hessen trägt nur zu 0,5% zu allen Abregelungen bundesweit bei. In Schleswig-Holstein sind es 2/3. So,
Deswegen sagen wir, es ist auch, wir verstehen diese Diskussion über das Netzengpassgebiet. Die verstehen wir. Was falsch ist, Herr Kollege Rock, ist wieder zu sagen, die erneuerbaren Energien sind alleine schuld. Das Problem ist, dass der Netzausbau nicht hinterherkam mit dem Umbau der Energieversorgung und dass Kohlekraft und Atomkraft eben auch nicht flexibel genug sind. So, aber eins stimmt, Netzausbau ging zu langsam, und wir haben immer hier gekämpft, zusammen mit der CDU, haben immer gesagt, wir stehen für SüdLink, im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Rock, und im Gegensatz zum Kollege Lenners und im Gegensatz zu Kollege Rentsch, die immer dagegen waren. Wir haben immer gesagt, wir stehen dazu, auch wenn wir keinen Ein- und Ausspeisepunkt in Hessen haben. Wir stehen dazu, auch wenn es ein Übertragungsnetz ist, weil wir sagen, es ist wichtig für die Energiewende insgesamt. Wir sind die Einzigen, die immer dafür gekämpft haben. Wir haben zum Gesamtprojekt gestanden. So. Und jetzt kommt, Herr Kollege Rock, der Gipfel der Dreistigkeit. Nämlich plötzlich wurde aus Netzengpassgebiet, was wir nachvollziehen können, warum darüber nachgedacht wird, Netzausbaugebiet. Es geht also gar nicht mehr um die Frage Abregelung. Es geht darum, wo werden Netze ausgebaut. So. Jetzt ist aber, ja, das ist nicht mein Wording, das kam vom Bundesenergieminister Gabriel und der Bundesregierung. Und dagegen, und wir sind durchaus der Meinung, wenn es sachgerecht ist, Netzengpassgebiet, keine Frage. Aber zu tun, dass wir daran schuld wären, dass der Netzausbau nicht weit genug geht, das geht einfach nicht. Und wir können unseren dezentral erzeugten Strom, den wir hier vor Ort erzeugen, den können wir auch verbrauchen. Das Übertragungsnetz geht sozusagen von Norden nach Süden. Das hilft uns insgesamt für die Energiewende. Wir nutzen vor allem unser Verteilungsnetz. Wir können unseren dezentral erzeugten Strom auch verbrauchen. Und deswegen ist es völlig ungerecht, wenn wir plötzlich zum Netzausbaugebiet erklärt werden und gesagt wird, wir dürften jetzt weniger Energie erzeugen hier. Wir können unsere Energie verbrauchen, die wir hier erzeugen. Wir können mehr ausbauen. Und es kann nicht sein, dass nur weil in Schleswig-Holstein abgeregelt werden muss, wir darunter leiden müssen, gerade wenn wir uns noch für den Netzausbau immer eingesetzt haben. Das Wort hat der Kollege Gremmels. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte uns alle an das erinnern, was wir im Hessischen Energiegipfel unterschrieben haben. Übrigens, die FDP hat das ja auch unterschrieben. Wir wollen nämlich, dass wir hier unsere Energieziele erreichen, und zwar bis 2050 Hessen zu 100 aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Und damit brauchen wir 2 Fläche, Landesfläche für Wind. Und da müssen wir ganz nüchtern feststellen, egal wer regiert in Berlin, müssen wir feststellen, dass, wenn das EEG so kommt wie derzeit geplant, es sehr, sehr schwierig wird, sagen wir mal, dieses gemeinsame Ziel zu vertreten. Und deswegen ist unser aller Aufgabe hier im Landtag, zu schauen, wie wir die hessischen Interessen wahren können in Berlin. Jeder an seiner Stelle, jeder an seiner Stelle. Und dazu sage ich auch im Bundesrat diese Landesregierung und nicht in oben irgendwelchen dubiosen Ministerpräsidentenkonferenzen. Das sind Besprechungsorgane in unserem Staatsaufbau, keine demokratisch legitimierten Organe, sondern es muss ordentlich im Bundesrat behandelt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür sollten wir als Parlamentarier doch gemeinsam dafür kämpfen, dass ordentliche Verfahren gewählt werden und gemeinsam dafür kämpfen, dass das, was wir damals vereinbart haben nach Fukushima, auch umsetzen. Auch umsetzen. Und da geht es auch nicht, liebe FDP, dass da einer wie Sie von der Fahne gehen, weil Sie populistisch meinen, den einen oder anderen Wähler hinterherlaufen zu wollen. Das geht auch nicht. Weil bis heute ist mir nicht klar, wie Sie Hessens Energieversorgung überhaupt sicherstellen wollen. Wo wollen Sie denn Strom herbekommen? Da höre ich von der FDP überhaupt nichts. Dann stellen Sie sich hier hin und sagen, wir möchten Biblis wieder anfahren, wir möchten Biblis wieder aufbauen. Ja, was wollen Sie denn, Herr Rentsch? Das sagen Sie doch Ihren Wählern mal. Wie soll die Energie für Hessen denn kommen? Kein Wort, noch nicht einmal ein kluger Zwischenruf von Ihnen. Das sagt doch alles, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Rock, wenn Sie gerade die Stadtwerke als Beispiel nennen, ich kann Ihnen nur einmal sagen, lesen Sie einmal die aktuellen Stellungnahmen, unter anderem der Städtischen Werke Kassel, des Oberbürgermeister Hilgen, der deutlich gesagt hat, wir brauchen ein EEG, das ermöglicht, dass die Pläne auch der Stadtwerke im Bereich erneuerbaren Energien weiter möglich sind. Da haben sich die städtischen Werke und da haben sich die Energieversorger vor Ort ganz klar dafür positioniert, dass wir auch eine dezentrale Energieerzeugung in Zukunft brauchen. Und das, was Sie erzählen und was andere erzählen, dass irgendwie Abregelungen von Windkraft nötig sei, ich kann Ihnen das sagen am Windkraft Söhre. Das ist bei mir im Wahlkreis. 5 Anlagen da stehen.
Die speisen nicht in das Übertragungsnetz ein, sondern sie sind das Stadtnetz der Stadt Kassel eingespeist. Das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass diese Windkraftanlagen wegen Überlastung abgeregelt werden und das deutsche Netz blockieren. Das ist ein Ammenmärchen, und ich finde, das muss man hier dann auch einmal so deutlich sagen. Und da brauchen wir auch eine Korrektur. Insofern, natürlich gibt es für diese Energiewende keine Blaupause. Die gibt es nicht. Es ist ein zähes Ringen, und es sind auch unterschiedliche Interessen, die sich mitunter nicht an Parteigrenzen festmachen, sondern an Ländergrenzen, weil Länder aufgrund ihrer verschiedenen Potenziale andere Ideen und Vorstellungen haben. Und deswegen lassen Sie doch das parteipolitische Klein-Klein. Lassen Sie uns doch gemeinsam dafür kämpfen, dass das, was wir hier in einem großen Konsens 2011 beschlossen haben, auch eine Zukunft hat, nämlich eine dezentrale Energiewende, die Wertschöpfung schafft, die Bürger beteiligt und die Kommunen stärkt. In diesem Sinne, Glück auf. Meine Damen und Herren, wir haben drei Anträge, einen Entschließungsantrag, zwei dringliche Anträge. Wir stimmen über sie ab. Herr Kollege Rock. Wir möchten gern Top 78 abgestimmt haben. Unseren anderen Antrag, Top 36, würden wir gerne in den Ausschuss geben. 78 abstimmen. Dann rufe ich erst einmal auf den 36, den wir abgestimmt haben. Gell? Ja. Wir überweisen den 36 in den Ausschuss. Dem widerspricht niemand. Da ist das so beschlossen. Okay. In den WVA. 73, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erneuerbare Energien weiter ausbauen. Und weiter, Drucksache 19/3512. Wer diesem Dringlichen Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Die SPD. Was macht ihr? Ihr seid dagegen. Also ich stelle mal fest, dass dagegen gestimmt haben die FDP und die Linke. Frau Kollegin Öztürk hat es enthalten, und die SPD hat es auch enthalten, und die CDU und die GRÜNEN haben zugestimmt. Damit ist der Antrag beschlossen. 78, Dringlicher Antrag, Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Landesregierung in grundlegenden anderen energiepolitischen Themen uneinig. Wer diesem Dringlichen Antrag zustimmt, bringt das Handzeichen. FDP und SPD, wer ist dagegen? CDU und GRÜNE, wer enthält sich der Stimme? Frau Öztürk und die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Dringlicher Entschließungsantrag abgelehnt.